Wir sprechen Psalm 24 im Wechsel zwischen Kanzelseite und Taufsteinseite. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. Halleluja. Gott, öffne uns die Augen für deine Liebe in der Welt. Öffne uns die Ohren für dein Wort der Hoffnung. Öffne unsere Hände für deinen Segen, dass wir ihn weitergeben. Öffne unsere Herzen, damit wir dich in unserem Leben suchen und finden. Amen. In der Wartehalle am Flughafen. Dort, wo das Flugzeugsymbol mit der Schnauze nach unten guckt. Da stehe ich mit vielen anderen, oben die große Anzeigetafel und rote und grüne Lämpchen blinken, unten diese Glaswände und dahinter kann man in der Ferne die Gepäckbänder sehen. Sie sind leer. Immer wieder rutscht mein Blick auf die Tafel. Wann schaltet das Lämpchen endlich auf grün? Ich verlagere das Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Und dann gehe ich drei Schritte nach rechts und wieder zurück. Der Rucksack drückt auf den Schultern. Ich gehe wieder hin und her. Wartehalle. Der Raum dazwischen. Zwischen Kommen und Ankommen. Advent, das ist eine Art Zeit in der Wartehalle, ein Raum dazwischen, eine Ankunftszeit. Ich freue mich auf den, der kommt, aber jetzt stehe ich da und gehe hin und her und warte. Und das muss man aushalten, das Warten, wo nichts passiert. Advent bedeutet warten können. Können Sie warten, bis Weihnachten kommt? Also, kein Lebkuchen, kein Spekulatius, keine Gutsle vor Weihnachten, kein Omo Fröhliche vor dem 24. Dezember. Denn ursprünglich ist der Advent nämlich eine Fastenzeit. Die Christinnen und Christen fasteten, beteten und verzichteten auf Feste. Sie warteten sehnsüchtig, bis Weihnachten kam.
kam, bis die Erfüllung kam. Und dann schmeckt ja das Gebäck zweimal so gut. Und O du Fröhliche, aus allervollstem Herzen, das erste Mal gesungen am Heiligabend. Sie warteten sehnsüchtig auf das Reich Gottes, das mit Jesus in die Welt gekommen war, dass es sich erfüllen solle. Dass ein Leben in Frieden und in Freude und in Liebe möglich wird. Warteten sehnsüchtig, dass die Erfüllung der Seele sich einstellen möge. Deshalb haben wir im Advent, weil es eigentlich eine Fastenzeit ist, auch das lila Paramid. Aber heute, im Advent zu fasten und auf all das zu verzichten und zu warten, das ist ja schon geradezu eine Protesthaltung in unserer Konsumgesellschaft, wenn wir uns weigern, schon im September Lebkuchen zu kaufen. Und es ist ja fast schon ein Tabubruch, wenn wir unsere Fenster kahl lassen und noch nicht weihnachtlich schmücken, wenn wir da leeren Raum lassen und womöglich auch leere Zeit. Advent, die Zeit in der Wartehalle auskosten. Und ich beschränke mich nur auf Warterituale, lese täglich meinen Adventskalender und Woche nur diese eine Kerze mehr am Adventskranz und am Barbaratag einige leere Zweige. Advent, das bedeutet, einen Raum frei zu halten in meinem Leben und in meinem Herzen, damit etwas ankommen kann, damit was Neues beginnen kann, dass ich nicht jede Zeit ausfülle mit Vorhaben und Terminen, sondern ungenutzte, leere, freie Zeit lasse, dass noch was ankommen kann in meinen überfüllten Ohren, in meinen überschwemmten Augen und in meinem zugepflasterten Herzen. Dass ich nicht alles anfülle mit Dingen, sondern Platz lasse, einen Raum leer lasse für das, was noch kommt. Für Hoffnung, für Gott. Eine leere Schale aufstellen. Und Raum lassen, dass Gott aus seiner Unendlichkeit und Jenseitigkeit zu uns in diese Welt kommt, Mensch wird, deine Macht der Liebe in meinem Leben ankommt und meine Schale des Lebens füllt. Thank you.
und Maria rief, alles in mir jubelt vor Freude, über Gott, mein Retter, denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Sieh doch, von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der Mächtige ist, handelt wunderbar an mir, sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihn ehren und ihm vertrauen. Von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stützt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er erinnert sich an seine Barmherzigkeit und kommt seinem Diener Israel zu Hilfe. So hat er es unseren Vätern versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeiten. Wenn ich mit Maria Raum lasse, dass Gott zu mir kommt und seine Macht der Liebe in mir, in meinem Leben ankommt, dann kann sich meine Verlorenheit, wo ich nicht mehr mich selber bin und mich gar nicht mehr spüre, verwandeln und ich kann zu mir selbst kommen. Dann kann meine innere Einsamkeit zu Nähe und Geborgenheit werden. Dann kann meine Gleichgültigkeit sich verwandeln in Anteilnahme. Und meine ängstliche Gier, das, was ich habe, festzuhalten, kann sich verwandeln in Freigebigkeit, loszulassen und zu teilen. Und meine Verzweiflung an der Welt und am Leben, besonders in diesen Pandemiezeiten, kann sich drehen zu Zuversicht. Und mein ängstliches Zittern wird zu einem aufrechten, freien Blick wie Marias. Und dann verwandeln sich Gewalt in Friedfertigkeit, Unheil und Böses wandelt sich zu Versöhnung. Und meine Unruhe wird zu einer großen Gelassenheit. Und all meine Zerrissenheit findet zur Klarheit. Und meine Anspannung wird zu einem tiefen Ausatmen. Das ist es, worauf wir warten im Advent. Dass dieses wahre Leben zu uns kommt. Dass wir zu den Menschen werden, die wir eigentlich gemeint sind. Und dass wir mit Gott in unserer Mitte leben. Advent, die Zeit der leeren Schale, die wartet, gefüllt zu werden mit Gottes wahrem Leben. Auch eine Zeit zu beten und sich zu besinnen. Eine Zeit, sich vorzubereiten auf Veränderung und Umbruch im Leben. Eine Zeit, mich neu auszurichten auf Gott, auf Jesus und auf das Leben. Und vielleicht gibt uns diese Zeit jetzt mit so viel Abstand und Rückzug, die wir gerade haben, vielleicht genau die Chance dazu. Advent. Mich selbst, mein Leben, die Welt neu wahrnehmen, mich neu ausrichten und mich neu öffnen für Gottes Wege. Advent.
laden Sie ein zu einer Zeit der leeren Schale, Zeit der Stille, Zeit des Stillwerdens. Wir laden Sie ein, den Umschlag zu öffnen, den Sie am Eingang bekommen haben, und die Karte mit der Schale herauszunehmen. Meditieren Sie die leere Schale, dass Ihre innere Schale langsam leer werden kann, dass Sie freien Raum haben, dass Sie leere, freie Zeit gewinnen. Ein Raum sich öffnet, ein Tor sich öffnet, du selbst dich öffnest, Gott ankommen kann bei dir in deinem Leben.
Wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, wie wir selber für uns einen anderen Advent gestalten können. Mit so ganz kleinen Ideen. Das stellen wir jetzt vor. In Ihrem Umschlag finden Sie auch noch weitere Dinge. Zum Beispiel die Adventsboten. Ein Heft mit Anregungen für die Adventszeit, wie Sie auch Ihren Advent anders gestalten können. Außerdem finden Sie zwei Wachsplatten und einen Docht. Dieser Docht hat ein blaues Ende, weil Dochte im Normalfall nur eine Richtung abwenden und das blaue Ende gehört nach unten. Sie können dann, bitte wenn Sie weich sind und warm, die Platten, dann rollt man das ein, sodass Sie nachher jede für sich Ihre eigene Adventskerze haben. Bitte. In der Adventszeit lege ich mich ins Bett, kusche mich in meine Decke, setze mich in meine Bettdecke und lese. Das entspannt mich. Und wir haben den anderen Adventskalender. Das ist der, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, kurz. Der andere Advent ist ein Verein, andere Zeiten, die diesen schon seit vielen Jahren rausgeben. Und man findet für jeden Tag so eine große Doppelseite mit wunderschönen Fotos meistens, die einen schon sehr anregen, und kleinen Texten und Geschichten. Und das ist eine Zeit, das liegt bei uns auf dem Couchtisch, der wird gar nicht aufgehängt, der liegt da. Und dann kann man den jeden Tag lesen. Es gibt auch einen für Kinder mit Überraschungsseiten, die man dann immer auftrennen muss. Und ich kann es nur empfehlen, mit diesem Kalender durch den Advent zu gehen. Und wir haben immer eine Sammelbestellung. Diejenigen, die ihr bestellt haben, können ihn nachher draußen abholen. Aber wir haben auch noch einen ganzen kleinen Stapel für Leute, die jetzt sich noch kurzfristig entscheiden, den nachher mitzunehmen. In der Familie haben wir uns überlegt, wie wir den Advent anders gestalten können. Und da fiel uns eine große Truhe auf, in der viele Spiele stehen oder liegen, die einfach keine Beachtung mehr im Alltag finden. Da haben wir uns entschlossen, die werden wir wieder wertschätzen und so einfach auch einen Raum für Gemeinschaft finden. Ich möchte Ihnen meinen persönlichen Adventskalender vorstellen. Er ist kein Adventskalender, er ist eine Adventsaktion. Entsorgen habe ich es genannt. Ich möchte jeden Tag im Advent einen Gegenstand, ein Kleidungsstück, ein Buch, was auch immer, verschenken, verkaufen oder im Zweifelsfall tatsächlich entsorgen. Ich will mir keine Sorgen mehr darum machen. Jeden Tag ein kleines Stück leichter werden. Was wir Ihnen hier im Böblinger Osten anbieten, gemeinsam mit der St. Clemenskirche, sind Besinnungsmomente im Advent. Immer dienstags wird es eine Familienzeit geben um 18 Uhr, in der Eltern mit Kindern, Großeltern eingeladen sind zu einem kleinen Mini-Gottesdienst mit Gebet, kleiner Geschichte und kleiner Überraschung. Wir machen das draußen vor dem Gemeindehaus, nur wenn es sehr regnet, gehen wir hier in die Kirche rein. Ein kleiner Mini-Gottesdienst. Und man darf mit und soll mit Laternen kommen. Dienstags um 18 Uhr. Und freitags um 19 Uhr wird es in der St. Clemenskirche Orate Lichtgebete geben für Jugendliche und Erwachsene. Auch da wollen wir anbieten, eine kleine Zeit der Besinnung. Sie können nachher, wenn Sie rausgehen, draußen auf dem kleinen weißen Tischchen Handzettel mitnehmen, wo das genau alles draufsteht. Geh deinen inneren Weg durch die Tage des Advents. Bewahre dir, wenn es möglich ist, Zeit, in der der Atem ruhig geht, in der nicht gehetzt und gerannt wird. Es soll ja etwas in dir selbst geschehen. Richte deine Gedanken und Erwartungen auf das, was sich lohnt. Einen gesegneten Advent wünsche ich dir.
Und nun bitte ich Sie aufzustehen zum Gebet. Lasst uns in Liebe der Menschen gedenken, die in unserer Gemeinde gestorben sind. Heute denken wir besonders an Brigitte Held aus der Schwarzwaldstraße. Sie wurde 78 Jahre alt. Und an Siegfried Kraus aus dem Herdweg. Er war 93 Jahre alt. Gott, in dir seien die Toten für immer getragen. In dir seien sie neu geboren. Dein Licht des Lebens leuchte ihnen. Wir bitten dich für alle Trauernden. Richte sie auf durch dein Wort des Lebens. Gib ihnen Trost und Frieden. Schenke uns allen Hoffnung auf dein Heil. Denn Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie die Sonne aufgeht nach dunkler Nacht, sei du, Gott, uns Licht. Komm doch zu uns und bleibe bei uns, sei du uns Licht. Wie die Blüte aufbricht nach kaltem Frost, sei du, Gott, uns Trost. Komm doch zu uns und bleibe bei uns. Sei du uns Trost. Wie ein Stern aufstrahlt in Finsternis, sei du Gott uns Weg. Komm doch zu uns und bleibe bei uns. Sei du uns Weg. Komm doch zu uns und bleibe bei uns, unser Licht, unser Trost, unser Weg. Amen. Alle gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel. Jetzt sage ich als erstes ein ganz herzliches Dankeschön an Markus Huber und Lukas Bauer für ihre wunderbare Musik heute. Und natürlich ein Dankeschön an das ganze Team, das diesen Gottesdienst mit vorbereitet hat. Und danke für die Kollekte am vergangenen Sonntag für den Hospizverein Böblingen-Sindelfingen in Höhe von rund 227 Euro. Unsere Kollekte heute ist für das Gustav-Adolf-Werk Württemberg bestimmt wie immer am ersten Advent und unser Landesbischof Juli schreibt uns dazu, das Gustav-Adolf-Werk unterstützt die evangelischen Minderheiten, zum Beispiel durch finanzielle Beteiligung an sozialen Projekten oder Bauvorhaben oder durch die Entsendung von Freiwilligen. Ganz besonders unterstützt es die evangelischen Kirchen in den aktuellen Krisengebieten wie Libanon, Syrien, Griechenland und Venezuela.
Mit seiner Corona-Nothilfe können die Partnerkirchen die Not von besonders betroffenen Menschen lindern. Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung. Dann laden wir ein, jetzt gleich im Anschluss an den Gottesdienst zum Kreativ- und Büchermarkt und Büchertisch. Sie wissen, es ist nicht mehr drin in der Kirche, sondern draußen und schön gut verteilt, dass Sie mit Abstand hingehen können. Es gibt Kinderbibeln, Kinderbücher, Losungsbücher für 2021, Grußkarten und einiges mehr. Und natürlich den Adventskalender, den ich schon vorgestellt habe. Dann mache ich Sie aufmerksam, dass es noch ein weiteres interessantes Angebot gibt, nämlich ab 1. Dezember, ab Dienstag, wird es täglich einen Video-Adventskalender hier aus der Martin-Luther-Kirche geben. Mit einem Gedicht oder einer Geschichte, Musik und Segen. Sie finden es im YouTube-Kanal unserer Gesamtkirchengemeinde Böblingen. Es wird auch einen Link auf unserer Homepage geben, martinluther-bb.de. Dann die ökumenischen Besinnungsmomente, von denen wir gerade eben auch schon gehört haben. Und für unsere Seniorinnen und Senioren wird der ökumenische Seniorentreff einen Adventsgottesdienst anbieten, am Mittwoch, 9. Dezember um 14.30 Uhr hier in der Martin-Luther-Kirche. Da wir kein großes gemeinsames Kaffee trinken oder so wie in anderen Jahren haben können, wird es diesen Gottesdienst geben, mit Bildern und einer Geschichte, mit Musik und einer Überraschungstüte für jeden, und die Geburtstagskinder werden geehrt. Bitte melden Sie sich dazu an. Am nächsten Sonntag, 2. Advent, wird am Vorabend um 18 Uhr Gottesdienst auf dem Raum Kapf sein und am Sonntag um 10 Uhr hier in der Martin-Luther-Kirche. Und um 11.30 Uhr wird es Minikirche für unsere Kleinsten bis 3 Jahre geben, lieber guter Nikolaus. Am übernächsten Sonntag, 3. Advent, darauf mache ich Sie jetzt schon besonders aufmerksam, feiern wir unser 60-Jahr-Jubiläum. Vor 60 Jahren, am 3. Advent 1960, wurde die Martin-Luther-Kirche eingeweiht. Unser Prälat, Dr. Christian Rose, wird da sein, Zeitzeugen werden da sein, es wird Musik festlich für Trompete geben und ein Grußwort von unserem Oberbürgermeister und der katholischen St. Clemens-Kirche. Es wird keinen Empfang danach geben und solche Dinge, nur den Gottesdienst. Thank you.
Gott segne euch, die ihr warten könnt, und öffne euch seine Türen zu seiner Zeit. Gott segne euch, die ihr lauschen könnt, und senke in eure Ohren sein gutes Wort. Gott segne euch, die ihr staunen könnt, und erfülle eure Herzen mit seinem Licht. Gott segne euch, die ihr glauben könnt, und lasse euch schauen seine Verheißung. Gott segne euch, die ihr lieben könnt, und mache euch zu Feuern in Dunkel und Eis. Gott segne euch in diesem Advent. Amen.